Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Sims 3. Und ja, die beiden Rabauker sind jetzt im... Was ist das? Ach, da war die Liesel wieder am rumkratzen oder was hat die da gemacht? Sieht eigentlich noch alles ganz... Nee, der Stuhl hier ist ein bisschen hinüber, oder? Ja, bisschen kaputt. Müssen wir nochmal neu machen. Ja, ansonsten haben wir hier noch eine Dose mit gammeliger Eiscreme. Die Küche ist überschwemmt. Der Trockner ist hinüber. Also es zeigt sich doch schon, dass die Großen nicht da sind. Also ein Michael, der das Ganze repariert, wäre nicht so schlecht. Naja gut, wir werden mal gucken, wann die wiederkommen. Wenn die morgen Abend nicht da sind, dann machen wir hier eine Party oder sonst irgendwie was. Und dann werden die schon wiederkommen irgendwann. So, jetzt müssen die aber gleich erstmal selbstständig dann zur Schule. Und ja, ich weiß gar nicht. Die können jetzt eigentlich mal aufstehen. Und ja, bis 9.30 Uhr schlafen ist mit Sicherheit nicht drin. So, dann wollen wir als erstes mal hier Frühstück, Snack, Brot mit Marmelade. So, danach geht's dann nochmal auf den Pott. Dann Zähne putzen und für Madame. Es ist quasi genau andersrum. Zähne putzen. Und Snack essen. Wie wär's denn mit einem Joghurt? Napfeln. Spiel gegen Kevin gewinnen. 3 Tage auf der Liste der besten Studenten bleiben. Das sollte ja irgendwie möglich werden. Möglich sein. So, Schulbus kommt um 8. Fangen spielen. Ja, das können wir alles noch später machen. Das müssen wir jetzt nicht vor der Schule machen. So, und das hier, das ist auch ganz cool. Das gibt nämlich 5000 Lebenszeitpunkte. Das ist schon richtig viel. Ach, guck mal, und die Katzen, die haben sie auch wieder lieb. Oh. Die mögen sich. Ja, das kannst du dir mal schenken hier. Da kommt nachher noch eine Frau, die macht das alles. Ja, dann brauchen wir natürlich noch einen Babysitter. So, hör auf, hier abzuwischen, abzuspülen. So, vielleicht sollten wir dann nochmal eben einen rufen. Ansonsten, ah, wobei, das machen die ja auch automatisch. Sobald die beiden hier das Haus verlassen, kommt ja der Tooltip und da können wir es dann ja einstellen. So, guck mal, hier draußen gammelt auch alles vor sich hin. Also, wenn die Putze das heute nicht alles wegräumt, dann muss ich nochmal ein ernstes Wort mit der reden. Ja, wir brauchen uns jetzt nicht super beeilen. Erstmal hier fertig essen. Das geht dann schon. So, Kater. Aber das geht mal gar nicht. Vergeht er sich hier an den Stühlen? So, gucken wir gerade mal. Der Postbote ist auch da. Rechnungen bezahlen können wir nicht. Ja, guck mal hier, Tara, da muss auch wieder was gemacht werden, aber das können wir jetzt nicht. So, also Geschirr spülen machen wir weg. So, und jetzt sind die nämlich gleich... Ja, Napfeln kannst du eben nochmal machen und danach dann zur Schule fahren. Oder, na, da ist ja auch noch was drin. Das macht gleich die Haushälterin. Hier ist es nicht ganz so teuer, also da ist auf jeden Fall noch Futter bei. Und dann geht's ab zur Schule. Babysitter anrufen, ja klar. Da kommt dann jemand vorbei. So, was ist das hier? Liesel schläft auf der Küchentheke und träumt von Fischen, alles klar. So, und dann können wir nämlich mal ganz kurz schauen. Sie will ja hier auf der Liste der besten Schüler sein. Also, hart arbeiten. Hier können wir mal ganz kurz schauen. Hausaufgaben, spät an den Hausaufgaben sitzen, kann man machen. So, und hier haben wir schon Rechnungen. Was ist denn? Kann man die wegwerfen? Nö, kann man nicht.
Ja, da müssen wir dann, die müssen wir dann begleichen, sobald die anderen wieder da sind. Also wir können jetzt sowieso hier so ein kleines bisschen spulen. Solange die in der Schule sind, können wir hier ja nicht wirklich was machen. Hier müsste jetzt gleich noch die Haushälterin kommen. So, bis 14 Uhr. Und sie ist auf einen Ausflug bis 15 Uhr. So, Haushälterin ist auch da. Und wehe, die denkt nicht daran, hier an die Terrasse zu denken. So, bisher ist alles okay. Macht sie gut. So, was kommt nun? Aha. So, hier vielleicht nochmal Boden wischen oder hat sie es schon gemacht? Okay, hat sie es schon gemacht. Ja, hier müssen wir dann den Handwerker rufen. Das nützt nichts. So, da sind auch wieder. Ach, die Erwachsenen kommen in 2 Stunden zurück. Schade. Dann müssen wir die Party mal verschieben. Ein paar Stunden Spaß vertragen. So, kann der eigentlich schon einen Kaffee trinken? Können wir mal ausprobieren. Napf dürfte gefüllt sein, jawohl. Film gucken. Ja, Film gucken passt, oder? Der wollte ja sowieso ein bisschen Spaß machen. Das Fräulein hier hat ja sowieso jetzt alles sauber gemacht. So, Fernsehen. Und dann stellen wir gleich mal ein, dass es dann halt ein Film ist. So, mit Muttern hier Hüpfekästchen spielen, das kann er sich abschminken. Buch schreiben, Buch beenden. Ja, der wird ja mal unser Schriftsteller hier werden, ne? Da muss er eigentlich mal wieder ein bisschen was machen, ne? Da waren wir echt lange nicht mehr bei. So, was haben wir hier? Umschalten auf Terror TV. Klasse Kaufkanal, Kids Zone, Action Welt. Ist das denn Film oder wie? Müsste, oder? So, dann soll er ruhig mal ein bisschen gucken. Sie ist jetzt auch wieder hier. So, was möchte sie machen? Vampirtreffen? Nein. 3 Tage auf der Liste der besten Studenten bleiben. Tag 2 auch geschafft. Fangen spielen, das können die gleich mal machen. Freundschaftlich umarmen. Aha, Liesel hat das Merkmal Abenteuerlustig erhalten. Sie ist jetzt neugieriger und stärker daran interessiert, die Welt zu erkunden. Mandy hatte auf dem Ausflug zum Theater jede Menge Spaß. Das ist gut. So, und jetzt macht sie gerade noch brav ihre Hausaufgaben. So, Kollege Schnürschuh, haben Sie denn auch Hausaufgaben? Hat er auch. Die sind wohl fertig. Die hier müssen noch gemacht werden. Aha. 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 Die Kollegen sind auch auf dem Weg. Nee, und das ist jetzt komisch. Warum sind jetzt Jacinta und Ha Hera hier in unserer Liste? Das ist eigentlich nicht der Plan. So, reicht hier mit der Glotze. Mach aus das Ding. Ach, das ist wahrscheinlich im Kino, oder? So, da sind sie alle wieder. Und in der Tat, wir können die Mitbewohner steuern. Das ist jetzt aber nicht der Plan. Das muss ich dann nochmal abändern. Heiraten will sie. Das passt doch. So, und sie? Dieselbürsten. Tja.
Hallo Leute, vielleicht kümmert ihr euch einfach mal um das Kind oder ihr könnt euch auch erstmal hier irgendwo hinsetzen, ferngucken, sonst was machen. Ah, das war so schön ruhig. Und jetzt sind sie alle wieder hier. So, was wir hier nochmal fangen spielen? Da können wir ja eigentlich mal... wo ist denn eigentlich... Der Paddy, da ist der Paddy. Freundlich, lustig. Die Frage ist, wie kann man denn fangen spielen? Das ist wahrscheinlich hierbei, oder? Schutz bitten. Hausarrest? Okay, was hat denn der gemacht? Eine Info wäre nicht schlecht. So, freundlich. Nach Tag fragen. Hier ist auch kein Fangspiel, ne? Ist irgendwie doof. Sonst lassen wir es einfach. So, er kann hier einfach eigentlich mal anfangen, nochmal was zu schreiben. Schreiben. Science-Fiction-Roman. Beginnen. So, das kommt mal weg. So, können die anderen hier vielleicht mal weggehen. Komm, hopp. Tschüss. Geh weg. So, und jetzt, nein. Jetzt wird noch nicht gepennt. Erstmal wird geschrieben. Also, nochmal. Science-Fiction-Roman beginnen. Jetzt hauen die anderen auch ab. Ja, und jetzt muss ich mich echt... Ich weiß nicht, warum die jetzt hier in unserer Liste drin sind und ob sich das nochmal irgendwann ändert. Da muss ich sonst vielleicht nochmal Lina fragen. So, was haben wir hier? Gleich. Buch benennen. Erstmal muss ich hier nochmal einen coolen Titel für ein Buch. Cat Universe. So, der kann dann mal ein bisschen schreiben. Ja, ich habe das Problem, dass hier irgendwie die beiden jetzt hier in der Liste sind. Und ich will die gar nicht spielen. Ich will die wieder nur als Mitbewohner haben. Geht das? Oh, das weiß ich nicht. Was du machen könntest, wäre... Die erst wegziehen lassen und dann wieder... Dann fragen, ob die deine Mitbewohner sein wollen. Das ist ein bisschen doof. Das ist echt blöd. Vielleicht lasse ich die erstmal heiraten. Sonst wäre alles für die Katz. Ja, das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof. Kann ich die nicht einfach so ausziehen lassen, ohne das hier mit Dialogen zu machen? Oder kann ich die nicht irgendwie... Ach, das ist echt komisch. Dazwischen... Hier ist, glaube ich, auch nichts freundlich. Quiz-Herausforderung. Tja, das ist echt doof. Weil ich habe keine Lust, hier 8 Sims und 2 Katzen immer hier hin und her zu schicken. 6 reicht eigentlich schon völlig. Naja, wir können ja nochmal abwarten, vielleicht. Na, wobei ändern wird sich das wahrscheinlich nicht. Tja, keine Ahnung. Ich probiere da gleich nochmal was. Ich speichere jetzt erstmal, mache nochmal eine neue Folge und... Ja, wäre schön, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder dabei seid und da überlegen wir uns etwas, wie wir das hier wieder in den Ursprungszustand hinbekommen. Also Leute, macht's gut. Bis dann.